Hallo Leute, hier ist der Gusor wieder. Ich gucke gerade mal. Ich würde den gerne aufrufen. Ich habe nämlich mal eine schöne Dev von meiner Base. Einfach mal, um zu zeigen, wie das aussieht. Hat er fast genauso gestellt gehabt. So, also der hat mich angegriffen. Rathaus 9er. Und wir sehen Queen hier auf 10. Und ja, der wollte mich halt ein bisschen ausnehmen. Und der hat sich schön an den Mauern die Zähne ausgebissen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Einfach, dass ihr mal seht, weil sonst, ganz ehrlich, hier, der Devlog ist komplett hier. Hier war einer, aber den kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Aber selbst der war hier. Ihr seht selber, also ich brauche nichts verstellen hier. Das war nix. Und er hat angegriffen hier richtig schön tricky und nix war. Also das war auch eine richtig geile Nummer. Hier, der hatte geblitzt halt, klar. Und ansonsten wird man halt nicht angegriffen. Ich hätte wirklich gedacht, dass es im Bereich Kristall wirklich mehr ist, dass man wirklich von härteren angegriffen wird. Hält sich hier absolut im Rahmen. Also wenn ihr so um und bei von der Base her so aufgebaut seid wie ich, von der Verteidigung, dann total easy. Also dann hält man sich ohne Probleme hier in Kristall. Also wird man auch nicht angegriffen. Kann man ganz easy farmen. So. Ich glaube, der ist, ja, der hat genau das Rathaus halt gesnackt. So, jetzt gucken wir mal. Also mit den Riesen, ja klar, passte Mauerbrecher rein, klar, logisch. Das hat alles ganz gut gepasst. Und auch die Magier, also das war gar nicht verkehrt irgendwie. So, ein Heal gedroppt, so, bam. Das war natürlich ziemlich geil, da ist der eine Riese doch down gegangen. Und der Heal rennt natürlich jetzt hier rum, ohne irgendwas zu machen. Hier ziemlich geil halt die Skelette. Die Skelette sind jetzt down, aber sie bringen was. So, Tesla ist am Start, hier richtig schön. So, seine Riesen sind komplett weg. Ah, nee, hier ist noch ein bisschen Riesenarmee. So, und dann war es das. Also, die kommen hier nicht weiter. Die machen jetzt auch wirklich hier. Ihr könnt selber sehen, hier, wie viele Bogies sind es. Die sind sogar im Rage, aber pff, da passiert nichts. So, und wichtig war mir natürlich, logischerweise, das Dunkle zu schützen. Und es hat einwandfrei geklappt. Also. Wie gesagt, der war schon von der Angriffsstrategie. Das war jetzt nicht der absolute Noob, also der wusste schon halbwegs, was er macht. So ist es absolut nicht. Und hat es halt nicht bekommen. Wie gesagt, vom Rest her habe ich ja grundsätzlich immer gesagt, nicht, wenn möglich, nicht beides bis zu den 3 Millionen ausreizen, sondern dann lieber mit einem anderen eben noch was anderes holen, dass ich nicht so angreifbar bin. Weil wenn ich wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, 3 Millionen von beidem da zu liegen habe und dann eben noch 80k an Dunklem, dann ist klar, dann kommt auch irgendwann mal einer, der sich sagt, hey, ich kann die Base auf jeden Fall knacken, bin Town Hall 10 und habe da ein paar Sachen am Start, das passt einwandfrei und dann bin ich auch platt, logisch. Aber dazu soll es ja eben nicht kommen. Und wie gesagt, zeigt ja mein Devlog, dass es eben geht. So, jetzt gucken wir mal. Ich würde mal fast sagen, wir machen mal einen Angriff. Ja, ein paar viel Kobis dabei. Und ich muss auch dazu sagen, beide Helden schlafen. Ich habe es echt hinbekommen. Ich habe es ja letzte Woche, habe ich ja noch den King dann schlafen gelegt. Und heute habe ich es geschafft, die Queen dann schlafen zu legen. Finde ich natürlich mega geil. Klar, im Angriff fehlt die Queen dann natürlich, logisch. Aber wer das eine will, muss das andere mögen. Kennen wir ja alle, denke ich mal. Und wie gesagt, deswegen ist erstmal momentan kein CW am Start. Fertig. Da. Ah, der ist schön inaktiv. Aber was bringt's mir? Lootmäßig ist da gar nichts zu holen. Pokies ist auch ein Witz. 16 Pokies beim 3-Star. Das ist jetzt auch nicht der Knüller. Und von daher lohnt sich das nicht. Und wie gesagt, jetzt diese Sache. Naja, ich greife an. Ich habe es in den letzten Videos auch schon gesagt. Ich greife an, weil ich kriege ja den Bonus. Mann, 35k ist jetzt auch nicht der Knüller. Das ist ein nettes Zubrot, aber mehr auch nicht. Wie gesagt, das ist so, wenn man eine Town Hall draußen snacken kann, in Ordnung, kein Thema, dann nimmt man das mit. Aber um jetzt zu sagen, ah, naja, komm, lass mal auf die 50% gehen, vielleicht kriege ich sie hin. Quatsch. Das lohnt sich nicht.
Aber wie gesagt, hier, dann hat man doch öfter mal welche mit 3KD-Alex und da kann man mal kurz einen Blitz reinsetzen, also das passt. Oder eben wirklich, wenn es gut passt, mit einem Helden zusammen eben wirklich reinmarschieren. Wenn ich sehe, oh ja, das ist machbar, da kann ich gut rein, dann blitze ich das auch nicht. Dann haue ich da wirklich meine Truppen rein und dann passt das. Ja, hier reizt mich das Gold jetzt schon fast wieder ein bisschen. Weil es halt so eine Easy-Nummer ist. Und ich würde mal Folgendes sagen. Ich würde mit den Riesen mal reingehen. Würde da mal ein bisschen was clearen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich gucke mal, dass ich die halbwegs. Ja, genau. Das sollte passen. Zack. Rein da, genau. Das ist okay. Dass ich eben wirklich noch an die Flächenschadengebäude, also an die hier Minenwerfer und sowas rankomme. Aber nebenbei kann ich ja hier schon mal einsammeln. Klar. Besonders wenn ich so viele Kobis habe, macht ja Sinn auf jeden Fall. Ich sehe gerade, ich hätte so viel. Aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Minen und Sammler abgefarmt hätte, dann wäre ich halt nicht auf die 50% gekommen. Von daher musste ich reingehen. Und ich wollte ja nicht verlieren. Weil es mir halt in dem Bereich jetzt ganz gut gefällt, ganz klar. So, jetzt gucke ich noch, droppe ich hier noch so meine paar Bogies, die ich hier noch so habe. Hau ich noch so rum. Ja, drinnen lohnt sich es auch nicht mehr weiter. Ja, 48% passt, 50% ist in Ordnung. Town Hall geht jetzt nicht down, aber somit passt das. War nicht der Mega-Loot auf jeden Fall, klar, braucht man sich nie mit brüsten, aber war halt okay. Wie gesagt, plus den Bonus ist das dann tragbar. So, jetzt könnte man nämlich wieder mit der 1 Million könnte man theoretisch wieder eine Mauer neunen. Dass ich nicht so an. Aber wiederum, ich habe kein D-Alex. Das lohnt sich halt nicht. Also da kann ich ruhig theoretisch höher gehen. Und dann ist das auch schick. Ich wollte noch mal ein paar checken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre das Dunkle zu weit draußen. Mir wäre das Dunkle zu weit draußen. Also klar, du hast schon was rumgestellt. Aber probier das ruhig noch was weiter reinzupacken. Luftabwehr passt, Minenwerfer passen, die Magiertürme sind okay, weil die halt eben auch noch verteidigt werden. Genau, super. Die werden zusätzlich verteidigt. Lager sind gut verteilt. Das ist auch einwandfrei. Also vom Base-Layout passt das. Warum stellst du das hier noch hin? Das finde ich Quatsch. Also kannst du natürlich machen, wie du möchtest, logisch. Aber würde ich nicht tun. Weil guck mal, hier wird es niedergerannt, ohne dass was passiert. Ich meine, selbst wenn du jetzt da Tesla haben solltest, was du nicht haben wirst, die wirst du da, da und da haben, denke ich mal. Und das ist Quark. Also das ist Quatsch. Also du kannst das genauso auch wieder vor eine Mine oder sowas. Genau, so wie du es hier hast. Zum Beispiel die dunkle Kaserne, bist hier am Bauen, hast aber zeitgleich ein bisschen die Mine geschützt. So, ist in der Range vom Bogiturm einwandfrei. Super. Was will man mehr? So sehe ich das auch. Und das kannst du dann eben, wie gesagt, dahin packen und fertig. Oh, ich bin was müde. Aber mit dem Dunkeln natürlich richtig geil und dass du halt eben wirklich da nochmal einen Step freigelassen hast. Ich würde dir eventuell sogar zu zwei Steps raten, weil da kannst du noch, also zwei Kästchen kannst du sozusagen zwischenlassen, ohne dass der da seine Truppen drin droppen kann. Und dann wird es nämlich auch schon schwierig, für Helden und sowas. Also, das ist dann schon ziemlich tricky, zumal du ja auch ein bisschen was drin hast. Also es ist ja jetzt nicht komplett leer. Und mit 21k, da kannst du ja schon was reißen. So ist ja nicht. Da passt das. Aber wie gesagt, die dunklen würde ich auf jeden Fall reintun. Und klar, logisch, Magiertürme upgraden, dass du damit richtig hochkommst. Die gehen bis auf 6. Das solltest du da auch machen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sind bei 68. Das ist alles safe, das ist alles cool. Und mir gefällt es auch hier, dass die hier schon. Die hier hättest du nicht dahin machen müssen, die hättest du zum Beispiel hierhin tun können, weil sich dort natürlich auch wieder was trifft. Aber ansonsten halt.
die Punkte, die wirklich wichtig sind mit Achtermauern, nice, auf jeden Fall. Passt also auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Jetzt wollen wir noch was spenden. Wir sind ja mal nicht so. Verteidigung. Jo. Und Bogis hau ich auch raus. An den Styler. Ich bin hier wieder wirklich der, der wieder ordentlich Truppen raushaut. Und dann passt das auch. So, jetzt gucke ich mal. Ah, Magier habe ich leider nicht. Das tut mir leid, Diamant. Das tut mir leid. Nee, aber wie gesagt, ansonsten läuft das hier. Und zu dem anderen Account komme ich später nochmal auf jeden Fall. Das werdet ihr im nächsten Video sehen oder im übernächsten mal schauen, weil ich da ja wieder alles neu umbauen muss. Das habe ich immer noch nicht getan, weil ich am Wochenende halt nicht online war. Und das will ich am Rechner machen. Das ist einfacher. Das soll es dann wieder gewesen sein. Ich hoffe, jetzt seid ihr wieder so ein bisschen im Bilde. Und wie gesagt, die nächsten paar Tage kommt dann auch wieder ganz normal New Stuff. Und ihr haut rein. Ciao, ciao.